Und wir blicken jetzt zurück, und zwar auf den 5. September 1914. Heute, vor genau 100 Jahren, gab es einen herben Rückschlag für die deutsche Armee im Ersten Weltkrieg. An der Marne, das ist rund 40 Kilometer vor Paris, wird der Vormarsch der deutschen Truppen gestoppt. Siegesparaden zum Sedantag. Das Deutsche Reich feiert die Entscheidungsschlacht gegen die Franzosen von 1870. Die militärische Lage Frankreichs erscheint so aussichtslos wie damals. Siegesgewiss amüsieren sich die Deutschen über die Flucht der französischen Regierung nach Bordeaux. Mehr als 150.000 deutsche Soldaten stehen 40 Kilometer vor Paris. Angriff auf Paris gestoppt. Auf einer 300 Kilometer breiten Front an der Marne treffen 1 Million französisch-britische Soldaten auf nur 750.000 Deutsche. Oberbefehlshaber Moltke erlitt einen Nervenzusammenbruch. Die zivile Unterstützung der Franzosen war enorm. Mit Pariser Taxis wurden 6.000 Soldaten an die Front gebracht. Neuer Papst gewählt. Der 63-jährige Kardinal Giacomo della Chiesa ist von nun an Oberhaupt der katholischen Kirchen. Benedikt XV. Folgt dem verstorbenen Papst Pius X. Das Konklave benötigt in 4 Tagen 10 Wahlgänge, um sich zu entscheiden. Erntezeit. Maschinen und Männer fehlen. Schätzungen zufolge werden die Bauern etwa 1/3 weniger Nahrungsmittel produzieren als im letzten Jahr. Aus den Städten werden Schüler abkommandiert, um zu helfen. An einigen Schulen gibt es bei Erfolgen auf dem Schlachtfeld siegfrei. Der Krieg ist bei den Kindern angekommen. Der Revolutionär Wladimir Iljitsch Lenin flüchtet mit seiner Familie in das Schweizer Exil. In seinen Schriften spricht er sich gegen den Krieg aus. Der 44-Jährige agitiert mit Flugblättern gegen die Herrschaft des russischen Zaren und lässt diese nach Russland schmuggeln. Das war's von uns für diese Woche. Die neuesten Nachrichten finden Sie jederzeit im Internet auf heute.de oder jetzt gleich im Anschluss im ZDF-Mittagsmagazin mit meinem Kollegen Norbert Lehmann. Danke fürs Zuschauen. Ich sage tschüss bis Montag. Ich freue mich und zähle auf Sie.